Diese Mühle ist eine Wallholländer Windmühle im Jahre 1870 gebaut worden. Wir haben als Verein diese Mühle restauriert, um sie wieder als lebendes Denkmal zeigen zu können. Wir haben in den Monaten April bis September jeden vierten Sonntag im Monat Mal- und Backtage mit Darstellung alter Handwerkskunst. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns einmal an der Mühle besuchen würden. Hier direkt in der Meller Innenstadt am Rathaus haben E-Bike-Fahrer die Möglichkeit, an der E-Bike-Ladestation ihre Batterien aufzuladen. 1990 ist dieser Verein hier gegründet worden. Es gab nicht nur einen Verrückten, es gab mehrere Verrückte, die so auf alte Landmaschinen standen. Und dann haben wir irgendwie ein Domizil gesucht, wo wir irgend so was machen können, Landmaschinen zusammentragen. Das haben wir hier oben auf dem Bergsieg in der schönen Gegend von Wald- und Wiesenumgebung gefunden. Inzwischen haben wir gut 100 Mitglieder, 100 schwankt immer so zwischen 100 und 110. Also der Verein hat ungefähr 100 Traktoren, aber die Traktoren sind alle im Privatbesitz. Und zum Glück haben die Leute die Traktoren noch alle zu Hause, sonst hätten wir da gar keinen Platz für. Hier im Verein haben wir immer so 12 bis 15 Traktoren stehen, dass die Zuschauer auch, wenn Takt auf der Tür ist, was zu sehen bekommen. Das Grönegau-Museum in Melle, das spiegelt die Alltagswelt und das Leben der Menschen vor 100 und 200 Jahren hier im Grönegau wieder. Wir sind besonders bekannt für eine große Sammlung an Trachtenhauben. Wir haben da über 30 Stück von inzwischen. Daneben haben wir auch umfangreiche handwerkliche Ausstellungsstücke, also eine eigene Holzschuhwerkstatt, eine Schmiede. Und natürlich alles Material zur Herstellung von Leinen, zur Verarbeitung von Flachs, was in dieser Region hier sehr verbreitet war und eigentlich die wichtigste Einnahmequelle darstellte für die Menschen vor 100 Jahren. Wir freuen uns gerade jetzt auch in Bezug auf den Wandertag natürlich über jeden Besucher, der sich mit unserer Geschichte hier vertraut machen möchte und unser Haus besuchen möchte. Aus diesem Grund haben wir auch täglich geöffnet und ich denke, wir werden hier für jeden was Interessantes dabei haben.